Da passiert gerade gar nichts. Aber davor wurde ich gewarnt in der PDF-Datei. Also Steuerung Alt R. Tada! Also falls es hier einfriert, stand in der Beilagzettel zu der Early Access Version, dass man einfach Steuerung Alt R drücken soll. Das setzt die Runde quasi zurück. Hauen. 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 Oh. Alle auf die anderen. Bin ja fast versucht, in Defensivmodus zu gehen mit ihr. Das sollte ich auch. Also, Dirk, hau, du, hau, du, verteidigen. Sie wird trotzdem angegriffen. Aber dürfte jetzt weniger Schaden bekommen dadurch. Richtig? Was? Bereitet euch auf feindliche Angriffe vor, indem ihr bis zum Beginn eurer nächsten Runde euren Ausweichwert um 0 gesteigert wird. Ja. Ich glaube, das soll nicht so sein. Hauen wir einfach drauf und hoffen das Beste. So. 9 Gold. Komische Sache auf dem Boden. Achso, das sind Straßenmarkierungen. Und ein sehr großer Speer. Es kommt mir fast so vor, als wenn die Typen hier viel größer. Oh, Spinnen. Viel größer wären als unsere Helden. Also ja, Terik ist halt kleiner, aber der Rest. Imperialer Wächter. Der Statthalter kann euch nicht empfangen, wenn ihr keinen Termin habt. Jetzt verlasst das Gelände. Das ist deine Reaktion, wenn hier überall Leichen rumliegen und wir gerade euren Eingang von Banditen gesäubert haben? Sehr kurios. Außer das Diebeslager ist eine Einrichtung von der Stadt. Also eine Bank zum Beispiel. Das wäre schön. Also wir sollten da vorsichtig sein. Einfach dran vorbei, den Weg, den wir schon kennen. Dann dürften wir eigentlich nicht angegriffen werden können. Zurück in die Stadt. Und abermals im Tempel uns wiederbeleben lassen. Also auferstehen. Ich glaube, wiederbeleben war das Richtige. Also halt die Option, die nicht für Tote da ist, sondern einfach nur so stups rauf. Das müssen wir machen. Wir müssen neue Essensvorräte kaufen. Und ich glaube, ich gucke nochmal zu dem Talana ist schwach. Talana ist K.O. Talana ist nicht schwach, Talana ist K.O. Wenn sie weiteren Schaden leidet, könnte sie sterben. Heilt sie oder lasst eure Gruppe rasten. Es klappt nicht, wenn wir rasten. Das habe ich schon mal getestet. Jetzt Talana noch verwirrt. Okay. Ich laufe mal ganz schnell in die Taverne und schlafe da einfach in der Hoffnung, dass das doch irgendwie sie wieder aufwecken lässt. Das ist schon komisch, weil es kann ja sein, dass es mehrere Stufen davon gibt, von Bewusstlosigkeit. Und erst ab einem gewissen Wert müssen die hier angestupst werden im Tempel. Na gut, was ich vorher sagen wollte, ich werde auf jeden Fall nochmal zu dem Alchemisten gehen oder zu der Alchemistin, damit wir da gucken können, ob jetzt vielleicht doch langsam neue Tränke da sind. Wer bist du? Aber ja, alles zu seiner Zeit. Erstmal Proviant kaufen und rasten ein Zimmer. So, ja, Talana ist nicht aufgewacht. Dann versteht es mit dem verwirrt und schwach nicht. Weil wenn man K.O. ist, dürfte man nicht K.O. oder also schwach oder verwirrt werden. Dienste, Wiederherstellung. Jo. Bei Bewusstsein. Raus. Alchemistin. Hier hinten, glaube ich. Bei dem möchte gern Bürgermeister. Oder? Glaub schon. Nee, hier war die Trainingshalle. Das höre ich doch hier draußen schon, was übrigens ein nettes Feature ist. Dann war das da hinten beim Witzeerzähler. Ja, genau, das kommt hin.
weil wir da auch in den letzten Folgen ab und an mal vorbeigekommen sind. Also beim Witzerzähler. Das heißt, da muss was sein, was sonst auch wichtig ist. Und Tränke prüfen ist sehr wichtig. Weil wenn wir jetzt ein paar Tränke kaufen könnten, dann kann ich auch ein bisschen verschwenderischer damit sein. Man muss nicht mehr so viel rasten und zurück in die Stadt laufen, was weiß ich. Hallo, Waren durchsehen. Waren ansehen. Ne, sind genau die Sachen, die es vorher auch waren. Stammesaxt kann weg. Bogen behalten wir mal, falls ihr Bogen kaputt geht. Oh, was bist denn du? Ein Widerstand gegen Lichtmagie fügt einem Angreifer bei jedem erfolgreichen Nahkampf haben wir 5 Schaden zu. Moment. Also noch einen Moment mal. Die beiden können auch weg. Jetzt Moment mal. Raus. Das Ding geben wir doch am besten. Trick. Nimm mal das hier weg und nimm diesen stylischen Armreif. Und dann spottet er. Und wenn er angegriffen wird, geht der Gegner noch Schaden. Ah, das ist gut. So, du. So, du hast das da. Okay. Also ja, keine Tränke. Dementsprechend denke ich auch nicht, dass es jetzt Sinn macht, zu dem Waffenhändler zu gehen und zum Rüstungshändler. Ob der jetzt bessere Waffen oder irgendwelche Torso-Rüstung hätte. Das wird nicht so sein. Was schade ist. Aber na gut. Dum, 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 dum. Du musst bald schlafen, aber ich glaube, wir ballern erstmal ihre Astralenergie, bevor wir da irgendwas machen. Weil jetzt nur wegen ihr zu schlafen, fände ich ein wenig verschwenderisch. So. Ja, du bist verwirrt, Talana, das ist okay. Zong, zong, zong. Aber wenn das da hinten nicht die Liebesgilde ist, wo ist die dann? Über die Brücke rüber wahrscheinlich. Guck mal, wo hier der Brückenübergang ist. Da sind Banditen. Hier ist keine Brücke. Hm, ah, hier. So. Da. Dann gehen wir doch mal um euch rum. Wir müssen ja nicht alles platt hauen. So. Ist nur so ein kleines Schäbi. Oh. Also, das ist das Ding, wo wir schon drin waren? Nee, ist es nicht. Stopp, 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 stopp. Wir gucken zu den Spinnen, weil da ist auch so ein Dungeon-Eingang gewesen. Auch wenn es mehr Sinn macht, dass hier das Banditenlager ist, weil da Banditen sind, aber die Tür interessiert mich. Die da hinten. Das sind komische Spinnen, oder? Die sieht anders aus. Elite Riesenspinne. Oh. Talana wieder. Ja, du kannst nicht zaubern. Das ist jetzt aber garstig. Also wegen dem Verwirren. Talana ist verwirrt und kann keine Zauber wirken. Ja. Okay, also wir sollten das Rasten echt nicht unterschätzen. Also nicht nur wegen dem Lebenspunkt normaler zurück, sondern auch wegen dem nicht verwirrt sein. Ja. So. Dicht da hinten können wir nicht angreifen. Direkt spottet. Erst haut. Der ist rüstungsbeschädigt. Kaputt. Du musst erst rankommen. So. Du trink mal das da. Du spottest. Best out. Zurück. Auch gegen Gift. So. Und Faustschild unbekannt. Stimmt, ich wollte gucken, was bei ihm
Der neue Armreif ist sofort kaputt gegangen. Das ist Pech, würde ich sagen. Die Schuhe kannst du gleich anziehen. So, schlafen. Damit Talana entwirrt wird. Und hier ist eine Tür. Keine Anzeige, was für ein Dungeon es ist. Normalerweise hatten wir so ein kleines Vorfenster, wie man das auch aus 6, 7, 8 und 9 kannte. Wollen sie wirklich das noch betreten? Und da war da so ein animiertes Bild, was dann so zeigte, was das für ein Dungeon sein könnte. Das hatten wir hier in der Spinnenhöhle auch gehabt. Was zur Hölle war das gerade? Ich glaube, hier sind Druckplatten auf dem Boden. Du mach mal. Nachtsicht. Die nicht funktioniert. Mach mal. Oh. Ich kann die Nachtsicht nicht wegklicken. Das sind Druckplattenrätsel. Ah, die Fackeln. Jetzt zeigen beide nach innen. Das sieht doch gut aus. So, wahrscheinlich müssen beide nach hier zeigen. Die Fackel da ist aus. Können wir dich anzünden? Jetzt sind die beiden an. Ich versuche gerade ein Muster zu finden. Gegenüberliegende sind an. Warum werden jetzt hier die gedreht? Das hatten wir schon mal so. Aus. So, jetzt haben wir es genau andersrum. Das heißt, die beiden da hinten müssen nur noch angehen. Geschafft. Ich habe keine Ahnung, wie, aber ich habe es geschafft. Ein Chantiri-Kutschwert. Ein Ring, der nichts macht, aber richtig viel Gold bringt. Und eine Menge Gold. Sehr schön. Das hier ist aber kein Diebesnest. Das ist nur ein Bonus-Dungeon. Sehr schön. Auch wenn die ziemlich kurz sind, diese Bonus-Dungeon. Also der mit dem Zyklopen ja auch. Allgemein sehr schön, dass es sie gibt. Aber könnten ruhig ein bisschen größer sein. Klick. Und ja, ich habe immer was zu meckern. Das gehört dazu, Deutsche zu sein. Man hat immer was zu meckern. Das heißt, jetzt geht's wieder zurück dahin, wo wahrscheinlich am ehesten das Diebeslager ist. Nämlich bei den Dieben. Dazu ignorieren wir das Ding hier. Und gehen hier rüber. Und dann knöpfen wir uns die hier vor. Was bist du da hinten? Na gut, du... Kaputt. Elite Räuber, Elite Minions. Yay, sie schießen sofort auf Talana. Du machst Schutz. So, jetzt dürfte er da hinten nicht mehr schießen können, das ist gut. Dann spottest du jetzt mal. Hau. Obwohl, warte mal, du schubst einfach den zurück. Weil der hier wird von Tirik gespottet, das heißt, er kann nicht Talana angreifen und der kann nicht Talana angreifen, weil er gar nicht da ist. Das heißt, du machst jetzt den hier. Da sind beide die Waffe vor Ort. Sehr gut. Tiriks Schild ist defekt. Das ist nicht gut. Oh, Schilder können wir wechseln. Nee, können wir nicht. Wir können nur kaputte Sachen rausziehen. Na, okay. Du spottest den. Du kannst nicht wegschubsen. Wir sollten wirklich mindestens einmal noch Geist bei Myrim erhöhen, damit sie zweimal ihr Luftspruch da sprechen kann. Das ist so ein wenig ärgerlich. Mana. Hound. Tirik. Spotten. Hound. Rennen. Talana
trinken wir wieder einen Trank. Momentan haben wir ein paar über. Du Spottmann. Kannst nicht mehr. Du hau den tot.